möchte dir heute zeigen, wie man diesen schönen Lilienmuster stricken kann. Für diese Muster brauchen wir 31 Reihen. Und ein Rapport ist ein Anschlag mit 21 Maschen und zwei Randmaschen. Wir schlagen jetzt insgesamt 23 Maschen. So viel brauchen wir, um diese Muster anzufangen. Ich habe jetzt hier 23 Maschen Anschlag gemacht. Und wir fangen gleich an mit der Musterreihe. Wie immer markiere ich mir, welche Reihe das ist. Bei 31 Reihen, wenn du kurz Pause machen musst, merkt man das nicht und dann verliert man diesen Überblick. Die erste Randmasche. Dann stricken wir 8 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt stricken wir 2 Maschen recht zusammen. 2 Maschen recht zusammen. Ein Umschlag. Eine Masche rechts. Jetzt wieder 2 zusammen, aber von hinten. So. Und jetzt kommen wieder 8 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die letzte Masche links, das ist die Randmasche. Die Rückseite wird immer links gestrickt. Auch die Umschläge stricken wir links. Dritte Musterreihe. Eine Randmasche. 7 Maschen rechts. 4. 2 Maschen zusammen von rechts, ein Umschlag, 3 Maschen rechts, 1 Umschlag, 2 Maschen rechts gestrickt, von hinten gestochen. Und dann kommen wieder 7 Maschen rechts. Die Rückseite, wie immer, linke Maschen und die Umschläge auch stricken wir links. Fünfte Musterreihe. Eine Randmasche. 6 Maschen rechts. 1, 2, 4, 5, 6. 2 Maschen zusammen von rechts. Ein Umschlag. Nochmal 2 zusammen von rechts. Ein Umschlag. Eine Masche rechts.
ein Umschlag, zwei Maschen zusammen von links, rechts abgestrickt. Eine, ein Umschlag und nochmal zwei von hinten. Die sitzen manchmal ganz fest, dann muss man die ein bisschen locker machen. So wie in diesem Fall hier. So. Jetzt muss das gehen. Und jetzt wieder die sechs rechte Maschen und die letzte Randmasche wird links abgestrickt. Die Rückseite alle Maschen links stricken. Siebte Musterreihe. Eine Randmasche, fünf Maschen rechts, drei, vier, fünf, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen von hinten zusammen. Eine Masche rechts, ein Umschlag und nochmal zwei Maschen rechts von hinten zusammen. So, jetzt habe ich dich. Und dann kommen wieder fünf Maschen rechts und die letzte Randmasche, die wird links abgestrickt. Wieder die Arbeit wenden und alle Maschen links stricken. Das neunte Reihe, wieder erste Masche ist die Randmasche. Vier Maschen rechts, eins, zwei, drei, vier, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei Maschen von links, von hinten zusammen. Zwei Maschen rechts, ein Umschlag, nochmal zwei Maschen rechts von hinten zusammenstricken. Und dann die letzten vier Maschen stricken wir rechts und die letzte Randmasche links. Und wieder die Arbeit wenden. Das wäre dann unsere zehnte Reihe
die strecken wir links. Fünfte Musterreihe, eine Randmasche, drei Maschen rechts, eins, zwei, drei, zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen von hinten rechts zusammenstricken, wehrt sich. Zwei Maschen rechts stricken von vorne, ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, jetzt bin ich ein bisschen, glaube ich, dazwischen, so, jetzt habe ich das wieder. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts von hinten. So. Zwei Maschen rechts vorne stricken. Ein Umschlag, eine rechte Masche. Ein Umschlag und zwei Maschen von hinten zusammenstricken. So, und dann kommen drei rechte Maschen und die Randmasche ist die linke Masche. Wieder wenden und dann haben wir die zwölfte Reihe, die wird nur links abgestrickt. Die 13. Reihe, eine Randmasche, vier Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen von hinten, zwei Maschen zusammen von vorne, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen von hinten zusammen, rechts abgestrickt, zwei Maschen zusammen, rechts abgestrickt, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen von hinten, so. Und jetzt kommen die restlichen vier Maschen rechts zusammen und die letzte Randmasche wird links gestrickt. Die Reihe 15 und 17 wird genauso abgestrickt wie die Reihe 13. Die Rückseiten immer links abstricken und auch die Umschläge. Die Reihe 19, eine Randmasche, zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen
von hinten rechts abstrecken. Und da ist wieder dieses Problem mit den. So. Zwei Maschen rechts. Eins, zwei, ein Umschlag. Nochmal zwei Maschen zusammen von hinten. Ein Umschlag und zwei zusammen. Das kommt immer vor, wenn man zu fest strickt. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das mache ich auch, wie du siehst. Oh nee. So, jetzt aber. Und zwei Maschen rechts und die Randmasche wird links abgestrickt. Die Rückreihe, alle Maschen links. Reihe 21. Eine Randmasche, eine Masche rechts. Und jetzt fangen wir wieder mit diesem Muster. Schon zwei Maschen recht zusammen, ein Umschlag, nochmal zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, drei rechte Maschen, ein Umschlag, zwei Maschen recht zusammenstricken von hinten. Langsam hasse ich das schon. So, zwei Maschen rechts, eins, zwei, ein Umschlag und wieder die beiden zusammen. Ein Umschlag, zwei zusammen, eine rechte Masche und eine linke Masche. Wenden und alle Maschen links abstricken. Reihe 23. Eine Randmasche, zwei Maschen recht zusammen. Ein Umschlag, vier rechte Maschen, zwei, drei, vier, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei so zusammen von hinten, jedes Mal ein Kampf. So, ein Umschlag, wieder zwei Maschen von hinten zusammen, rechts abstricken. Vier Maschen rechts, eins, zwei, drei, vier, ein Umschlag und die vorletzten zwei würden wieder von hinten rechts abgestrickt. Die letzte Randmasche links. Reihe 25, eine Randmasche,
Fünf Maschen rechts, eins, vier, fünf, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, drei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei zusammen von hinten. Ein Umschlag. Zwei von hinten gestrickt. Und fünf Maschen rechts. Und die letzte Masche links, das ist die Randmasche. Reihe 27, eine Randmasche abheben, 7 Maschen rechts, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Umschlag. Zwei Maschen rechts von unten. Ein Umschlag. Zwei Maschen abheben. Eine Masche rechts, die zwei abgehobene Maschen, die ziehen wir über die gestrickte Masche. Die werden ganz einfach überzogen. Dann ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag. Und die restlichen Maschen werden rechts gestrickt und die letzte Randmasche links. Und wieder die Arbeit wenden. Die Reihe 29. Eine Masche heben. 8 Maschen rechts stricken, 3, 4, 5, 7, 8, 2 Maschen rechts von hinten, 1 Umschlag brauchen wir. So, ein Umschlag und jetzt kommen die beiden rechts von hinten gestrickt. Dann ist eine Masche rechts. Dann haben wir zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag und 8 Maschen rechts. Die Rückseite wieder alle Maschen links abstricken. Jetzt haben wir die letzte Musterreihe, eine Randmasche, 9 Maschen werden hier rechts gestrickt, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, ein Umschlag, dann wieder 2 Maschen heben, eine Masche stricken, die zwei gehobene über die eine gestrickte ziehen. Dann ein Umschlag
Und die restlichen Maschen würden rechts abgestrickt. Die letzte Randmasche ist die linke Masche. Und nochmal wenden und die Rückseite.